heute wird es richtig verrückt, denn wir werden einfach mal eine verbotene Minecraft-Welt herunterladen, die mir auf Discord zugeschickt wurde. Macht das auf keinen Fall nach. Lasst stattdessen lieber jetzt nochmal einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Okay, Leute, wir sehen schon, das hier ist die besagte Seite. Main.zip, das hier soll eine verbotene Minecraft-Welt sein. Ich bin tatsächlich auf einer russischen Seite gelandet. Ich verstehe wirklich kein Wort Russisch. Polnisch kann ich ja ein bisschen, aber Russisch, da bin ich wirklich raus. Wobei Njet und Hryshma oder so kann ich, glaube ich, sagen. Oder Kartoschka. Das kann ich auch noch sagen. Schreibt mal in die Kommentare, welche Sprachen ihr so könnt. Jedenfalls, Freunde, werde ich deswegen Google-Übersetzer zu Hilfe nehmen. Und wir sehen schon, Moment. Mit dem rechten Knopf kann ich das herunterladen. Und, ja, dann haben wir hier irgendwelche komischen Knöpfe oben. Ich werde einfach mal auf Herunterladen drücken. Ich hoffe wirklich, dass das kein Virus ist, Leute. Betet für mich mit. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, go. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich bin jetzt schon in meiner Weltauswahl und ich habe jetzt hier die Welt Main einfach mal reingezogen. Gespielt wurde sie zuletzt am 20.02.2020. Knapp 3 Jahre sind das. Alter Schwede. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in diese Welt herein. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Bin echt gespannt, Freunde. Okay, wir gehen mal rein. Wir starten einfach mal hier mit Diamantrüstung. Okay, 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 okay. Es ist echt ein bisschen spooky in so einem komischen Raum hier. Alter Schwede, was ist das hier für ein Raum? Sehr viele Redstone-Fackeln, die an der Wand sind. Sieht aus, als hätte jemand versucht, hier irgendwas zu beschwören. Hier steht 000, okay. Irgendwelche komischen Zeichen wurden einfach mal hier draufgeschrieben und komischerweise haben sie es irgendwie hinbekommen, auch unter Bedrock zu bauen, beziehungsweise Bedrock wegzubekommen. Also vielleicht gab es ja damals in den alten Versionen einen Fehler. Ich weiß es nicht, Freunde, aber das kommt mir ja schon sehr komisch alles vor. Anscheinend habe ich auch gar nicht mal so schlechtes Equipment, wenn ich mir mein Inventar anschaue. Aber okay. Okay, was habe ich hier so? Sharpness 3 habe ich, dann habe ich Power 3, Effizienz, okay. Keine schlechten Items, muss man wirklich sagen. Gehen wir trotzdem mal weiter. Übrigens, Game Mode von dieser Welt ist hier auf Peaceful gestellt. Das heißt, theoretisch muss hier kein Monster spawnen, also keine Zombies und sowas in der Höhle hier. Sowas steht jetzt hier drauf. Willkommen to the... Okay, und dann steht da einfach solche Zeichen. Ganz, ganz weirde Thematik, Leute. Hä? Hä? Wer ist er denn? Oh mein Gott, Leute, was ist das denn? Da steht so ein Typ. Aber ihr seht, warte mal, wenn ich jetzt hier mal... Also, das ist kein Server, sonst würde ich... Wobei, warte mal, kann ich das hier nicht so... Open to LAN ist schon offen. Warum kann ich denn hier die Spieler nicht anzeigen? Ey, Leute, keine Ahnung. Ich wollte nämlich zeigen, dass hier sonst keiner auf dem Server drauf ist. Lol, was ist das denn? Wer ist er denn? Aus wie so eine komische Gestalt. Ey, Leute, ich habe echt ein bisschen Angst, dass diese komische Gestalt mich jetzt gleich angreift. Keine Ahnung. Oh Gott. Vielleicht sollte ich mir... Oh, ich kann jetzt... Vielleicht kann ich hier außen rumgehen. Ich kann nicht hier außen rumgehen. Warte mal, ich baue mir jetzt hier so einen Gang... Hier außen rum habe ich Fackeln. Okay, ich habe tatsächlich noch die Möglichkeit, mir Fackeln zu machen. So, zack, hier. Dann nehme ich jetzt einfach mal die Fackeln in die zweite Hand und baue mich hier so außen rum. Und ich denke mal, dann, ja, werden wir auf jeden Fall auch oben rauskommen, aber woanders, wo er halt nicht ist, weil das ist ganz wichtig. Also ich muss sagen, die Welt fängt ja schon wirklich super gruselig an. Und wir sind draußen. Okay, okay, wir sind draußen. Okay, ich... Oh mein Gott, was ist das denn? Ist der Typ hier... Okay, der Typ ist jetzt einfach verschwunden. Okay, so ein bisschen creepy ist das schon. Ich pack mal kurz die Fackel weg in die andere Hand, damit ich jetzt hier nicht so sichtbar bin. Alter Schwede, was steht da? Go down. Ist er jetzt da unten oder was? Oh Leute, ich will gar nicht gucken. Nee, ich bleib jetzt hier lieber oben. Ich bleib jetzt hier wirklich lieber oben. Wir sehen auf jeden Fall, wir sind in irgendeiner komischen Mine. Und es ist anscheinend Nacht, oder? Ist es Nacht? Ich weiß es nicht. Ja, es ist, es geht zumindest Richtung Nacht. Ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung wir jetzt gehen dürfen und in welche nicht. Was auf jeden Fall verdächtig ist, sind diese ganzen Bedrock-Kreuze hier. Also ganz, ganz viele Bedrock-Kreuze haben wir hier am Start. Ich glaube, da hinten hatten wir auch noch welche am Start. Weiß nicht, ob der hier irgendwie rumexperimentiert hat oder sowas, weil hier, keine Ahnung, da fließt so random Lava herunter. Das ist ganz, ganz komisch hier auch. Und Wasser und dann hier so ein Kreuz. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das jetzt hier von Natur aus so ist oder ob das jetzt irgendwie erzeugt wurde. Aber wir können auf jeden Fall festhalten, dass wir jede Menge von diesen komischen
Bedrock-Türmen haben. Also Leute, das ist wirklich super spooky. Das zieht sich anscheinend durch die ganze Mine, so wie ich das hier richtig gesehen habe. Aber gut. Leute, gehen wir einfach mal weiter. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch irgendwas Gruseliges finden, was uns hier Angst machen könnte. Okay, okay. Also wir haben jetzt hier anscheinend eine Mine. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt hier irgendeinen speziellen Gang gibt, um hier hochzukommen. Ich glaube, hier war jetzt gerade kein Gang. Hier ist auch Bedrock. Das können wir logischerweise nicht abbauen. Oder kommen wir hier durch? Ich weiß es nicht. Nee, das sieht nicht so aus. Also ich würde jetzt einfach mal darauf schätzen, dass das hier wirklich der richtige Gang ist. Deswegen, wir haben mittlerweile auch Tag. Hier sind auch wieder viele von diesen Redstone-Fackeln. Sehr, sehr gruselig auf jeden Fall. Hier... Ich frage mich halt, was für eine Welt soll das hier sein? Also, was war hier der Sinn von dieser Welt? Und warum vor allem sind hier so viele von diesen Redstone-Fackeln verstreut? Sind das vielleicht diese komischen Monster gewesen, die das platziert haben? Weil ich weiß nicht, dieser eine Typ, den wir gerade gesehen haben, der ist ja auch einfach verschwunden. Das macht gar keinen Sinn, Freunde. Aber wir gehen mal hier ganz kurz weiter. So, hier hoch. Oh Gott, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht runterfliegen. Aber was haben wir noch so da hinten? Das scheint hier nicht so auszusehen, als wenn das hier irgendwie wichtig wäre. Ich platziere jetzt einfach mal trotzdem ein paar Fackeln, dass ich weiß, wo ich schon war. Vielleicht sollen uns diese Redstone-Fackeln auch einen Weg markieren, aber ich glaube nicht, dass wir hier weiterkommen, oder? Ich glaube nicht, dass wir hier weiterkommen. Ich kann mal ganz kurz hier dieses Gravel weghauen. Moment, zack, bumm. Ah, ne, das sieht nicht so danach aus. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Schaden bekommen. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen mal einfach an die Oberfläche. Da sehe ich doch schon irgendeine Brücke. Und vielleicht finden wir ja da oben irgendwas. Aber es sieht einfach mal so aus, als hätten die sich hier irgendwie hochgebaut über diesen Cobblestone-Turm. Ich weiß auch, wie gesagt, nicht, was dieser Sinn war von der Welt. Ich habe ja hier noch ein paar Cobblestones. Ich nehme jetzt einfach mal diese Cobblestones hier und werde mich hier... einfach mal nach oben bauen. Und dann schauen wir mal gemeinsam nach, was hier so am Start ist, Freunde. Zack. Okay, hier. Okay, okay, okay. Hier scheint das Ganze nochmal ein bisschen interessanter zu werden. Bauen wir mal das Ganze hier einfach ab. So. Bloß nicht failen. So. Okay, Freunde, wir sehen hier einfach mal... Oh mein Gott, was ist das hier für eine Welt? Was ist das hier für eine Welt? Hier hat einer versucht, Herobrine... Warte mal, ist das nicht dieses Herobrine-Ritual? Ist das nicht dieses Herobrine-Ritual, wo man Herobrine beschwören kann? Ich meine schon, oder? Bin ich komplett lost. Na, das muss doch das Herobrine-Ritual sein. Das heißt, es könnte sein, dass hier vielleicht irgendwo in dieser Welt Herobrine versteckt sein könnte. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob man so Herobrine beschwört. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so ist oder nicht. Und jetzt haben wir hier so eine komische Burg. Okay, was auch immer das sein soll. Ich platziere jetzt hier einfach mal diesen Knopf, um die Tür aufzumachen. Ah, da ist sogar ein Knopf, habe ich gar nicht gesehen. Okay, da scheint hier irgendeine Burg zu sein mit irgendwelchen Eiern drin. Hä? Eier in der Kiste? In so einer fetten Burg? Macht das den Sinn? Also aktuell muss ich ja wirklich sagen, so ganz den Sinn hinter dieser Welt checke ich nicht. Das scheint für mich eine komplett komische Welt zu sein. Pff. Leute, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll von dieser Welt. So ein komischer Enchantment-Table. Irgendwelche komischen Gruben. Hier wieder so Redstone-Fackeln. Da einfach mal jede Menge von solchen bunten Schafen. Alter Schwede, alter Schwede. Okay, 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 okay. Also ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es wirklich nicht. Was steht hier dran? You shouldn't be 666. Ist das nicht so eine Teufelszahl oder sowas? Lol, und da kann man durchfallen durch die Welt. Nee, das will ich nicht. Was machen denn diese Pressure Plates da? Kann ich da was hinwerfen? Ist das ein geheimer Gang? Nee, das ist kein geheimer Gang. Ich dachte vielleicht, dass die was ausführen. Und hier kommen wir hier vielleicht in die Mine rein? Das scheint mir irgendwie auszusehen wie eine Mine. Ich weiß nicht, ob das die Mine ist, wo wir vorhin drin waren. Würde für mich Sinn ergeben, ne, dass da so ein Eingang überhaupt vorhanden ist. Und das ist, glaube ich, die Mine, oder? Ist das die Mine? Ich weiß es nicht. Es geht auf jeden Fall sehr weit nach unten hier. Alter, aber dann ist hier Ende? Ne, hier ist nicht Ende. Hier ist nicht Ende. Wie weit geht das denn nach unten? Oder ist es doch eine andere Mine? Das ist eine andere Mine. Aber was ist das hier schon wieder für eine... Lol, so ein Strip-Mine-Gang, was? Egal, Freunde, ich gehe jetzt einfach mal wieder nach oben, weil hier, ich sehe da nicht so ganz den Sinn, warum ich mich hier weiter aufhalten soll. Ich frage mich, also für mich scheint es einfach eine ganz normale Strip-Mine gewesen zu sein, wo die Ärzte gefarmt haben. Ich weiß es nicht, Freunde, aber okay.
Gut, es ist auf jeden Fall keine Verbindung zu der anderen Mine. Zumindest, oder vielleicht da der Gang. Ich weiß es nicht, aber ich habe da ja auch keine Verbindung gesehen. Wobei, was ist das jetzt hier? Es ist so verwirrend, es ist alles so verzwickt hier. Wo sind wir denn jetzt wieder? Also, das scheint hier wirklich eine etwas größere Welt zu sein. Und ja, mich würde halt, wie gesagt, nur interessieren, was hier alles so verflucht sein soll. Ist hier was hinter? Ja, hier ist was hinter. Lol, okay. Mittlerweile ist auch Nacht geworden. Aha. So, dann gehe ich mal, würde ich sagen. Lol, der Blutsee ist am Start. Was? Sehr krass auf jeden Fall. Kein Blood Moon aber am Start, wie wir sehen können. Wirklich nur der Blutsee. Also wir haben hier auf jeden Fall einen roten See am Start. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Also ich muss sagen, gerade an so einem fetten See sieht das Ganze nochmal viel, viel gruseliger aus. Und jetzt ist auch der Blood Moon einfach mal erschienen. WTF, was ist das für eine Welt, Freunde? Ey, oh Gott, da brennt was. Da brennt was? Was brennt denn da? Lol? Okay. Ist nur der Lavasee hier. Ich dachte schon, es ist noch was Gruseligeres hier. Also ich muss sagen, bislang macht die Welt mir schon so ein bisschen Angst, ne? Also, dass wir hier sowas tatsächlich sehen, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber ich würde sagen, wir suchen mal ganz kurz wieder diese Basis, wo das Ganze gebaut wurde. Ist hier irgendwie so abgehackt, ne? Guckt euch das mal an. Einfach die komplette Welt ist hier zerschnitten und der Rest ist einfach mal rot. Alter Schwede, wie sieht das denn aus? Okay, ich habe mittlerweile auch wieder diese Basis gefunden. Und dann laufen wir einfach mal rüber. Wir sehen hier, das sieht bei Nacht natürlich auch nochmal alles super, super verrückt aus. Alter Schwede, wie kann er da mit ruhigem Gewissen drin schwimmen? Also ich könnte es nicht, Freunde. Okay, hier haben wir anscheinend auch ein Haus. Hier ist noch so ein Boot. Bloß aufpassen, dass ich da nicht reinspringe. Was haben wir jetzt hier? Einfach so eine Tür. Hä? Okay, I made you a swim pool. Boah, in diesem Swimmingpool, Schwimmbad, kann ich auf jeden Fall verzichten. Was ist das, Leute? Was ist das hier? Warum sieht das alles so unfassbar komisch aus irgendwie? Ich finde das so richtig weird alles. Ja, und wer macht sich denn hier so ein Haus? Okay, Freunde, was mich jetzt am meisten interessiert... Was sind das denn für Hühnchen? Alter Schwede. Habt ihr mal diese Hühnchen hier gesehen? Das sind doch so Bluthühnchen oder sowas, ne? Alter. Das ist doch... Warte mal, sind das 5 Hühnchen? 1, 2, 3, 4 sehe ich jetzt gerade auf Anhieb. Weil das ist genau an der... 5! Da waren noch 5 Eier in dieser Kiste. Und jetzt sind auf einmal so 5 komische Hühnchen da entstanden. Da, wo wir vorhin waren, wo dieser komische... wo diese komischen Eier in der Kiste waren. Da, wo dieser Herobrine-Spawner war. Ich drehe am Rad, Leute. Ich drehe wirklich am Rad. Was ist das hier für eine verrückte Welt? Was ich mich jetzt noch frage, wo ist dieser eine Typ, der uns vorhin in der Mine einfach mal so, ich sag jetzt mal, beobachtet hat? Weil das war auch eine Sache, die war krass. Die war sehr, sehr krass. Ich laufe jetzt hier einfach mal hoch, würde ich sagen. Okay. Hier sehe ich jetzt aber gar nichts. Ist hier nicht irgendwo ein Haus oder sowas? Wo wir vielleicht schlafen gehen können über Nacht? Ist hier nicht so ein Haus? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Ich gehe mal runter. Oh, werde ich schaffen, Freunde. Werde ich schaffen. Und. Oh, okay, Gott sei Dank. Konnte ich mich so mit der Leiter safen. Okay. Gehen wir mal rein in das... Nee, das Haus waren wir schon, ne? Waren wir hier nicht schon überall? Also, ich muss sagen, so kalt lässt mich das hier alles wirklich nicht. Habe ich denn irgendwie ein Bett oder so, wo ich schlafen gehen könnte, weil Wolle? Was ist hier noch so in der Kiste drin? Ist hier irgendwas Interessantes drin? Wir Wolle haben... Oh, wir haben Wolle. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal schlafen, Freunde. Wir gehen einfach mal schlafen. Ich mache mir ganz kurz hier so ein Crafting Table. Ich mache mir jetzt hier ganz schnell ein Bett hin und dann sollten wir auf jeden Fall schlafen gehen. So, zack. Vielleicht passiert ja noch irgendwas in der Nacht. Bekommen wir sogar nochmal das Advancement Sweet Dreams. Sehr nice. Und irgendwie hat sich hier was getan. Also irgendwie fängt mein Spiel an, unruhig zu werden. Ist es immer noch Nacht? Lol. Es ist immer noch Nacht? Hä? Warum ist es denn immer noch Nacht? Ich war doch schon... Hey, warte mal, ich gehe nochmal schlafen. Warte mal. Ich gehe nochmal schlafen. Ja, ich gehe mal... Warte mal, jetzt gehe ich nochmal schlafen. Moment. Warum leckt es denn so? Hä? Und ich kann schon wieder nicht schlafen? Warte mal, ist es... Hey, warte mal. Warte mal, lol. Er ist immer noch nach. Was ist das denn? Wer ist er denn? Ist es nicht der Typ von vorhin? Und der sah auch so komisch aus, so rot. Oh nein. Oh nein, Leute. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll.
Wenn ich mich jetzt noch vorbeischleiche, müsste das eigentlich funktionieren, oder? Alter, was ist das denn für ein Gigant? Junge, der ist wirklich krass. Der ist richtig krass. Warte mal, was, wenn ich hier angreife? Und, oh mein Gott, wie viel Schaden macht der denn? Nein! Oh mein Gott, wie viel Schaden hat er ihm gemacht? Alter Schwede, ich muss weg, Leute, ich muss weg. Ich muss weg. Alter Schwede, wie viel Schaden hat er mir denn gemacht? Ich hab, guck mal meine Rüstung an. Ich habe so eine krasse Rüstung. Und trotzdem hat er mir so viel Schaden gemacht. Das ist doch nicht normal. Das ist echt nicht normal. Ey, Leute, der dreht völlig am Rad. Ich gehe mal zu diesen Horror-Chicken. Vielleicht kann ich mich bei diesen Horror-Chicken nochmal... Oh Gott, kommt er jetzt? Ich weiß es nicht. Bei diesen... Alter, der guckt mich aber richtig spooky an. Kann ich den nicht irgendwie besiegen? Oh mein Gott, ich habe ihn angegriffen, aber der macht nichts, ne? Irgendwie macht der nichts. Kann das sein, dass er da gefangen ist? Der ist da safe gefangen. Was? Der ist da safe gefangen, oder? Der ist da safe gefangen. Leute, ich habe ein bisschen Angst, jetzt nochmal zu nah ranzugehen. Aber ich würde eigentlich relativ gerne da in dieses Portal reingehen, also da hoch. Gehen wir nochmal vorbei, das kann auch eh nicht so schlimm sein, oder? Okay, Leute, wir gehen jetzt hier hoch. Es leckt einfach mal alles bis zum Tode. Es ist wirklich der reinste Wahnsinn. Jetzt gehen wir mal hier oben rein, würde ich sagen. Alter Schwede, wie krass ist das denn, bitteschön? Wie krass sieht der denn bitteschön aus, ne? Aber besonders krass finde ich vor allem hier diesen Anblick, ne? Mit dieser ganzen Landschaft hier drumherum, alles so... So spooky, komisch und... Hat er sich da rausgebaut? Lol, er ist jetzt im Baum oder was? Er ist im Baum und das Hühnchen läuft die ganze Zeit gegen den. Warte mal, das will ich jetzt mal sehen. Kann er jetzt überhaupt noch was machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Jetzt müsste er doch nicht mehr in der Lage sein, anzugreifen. Dann hole ich mir den jetzt. Ich hole mir den jetzt, Leute. Okay. Der ist wirklich im Baum gefangen, ne? Der kann nichts machen. Guck mal, wie nah ich dran bin an dem. Oh mein Gott, ist er gleich tot? Ich weiß es nicht. Und... Okay, Leute. Oh, ich hab ihn getötet. Schau dich an. Hä? Warum stirbt er denn nicht? Warum? Hä? Ist er auf dem Boden? Er ist auf dem Boden? Lol. Warum ist er denn auf dem Boden? Der muss doch... Hä, kann ich ihn abschießen mit einem... Alter, diese FPS, die ich habe, kann ich die Hühnchen abschießen? Die Hühnchen kann ich gar nicht abschießen. Er ist schon wieder im Baum. Hä? Wie? Warum wieder... Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Warte mal. Ich töte ihn wieder. Also, irgendwas ist doch hier gewaltig schief, würde ich behaupten, Freunde. So, dann müsste er jetzt wieder hier im Baum spawnen, oder? Sehe ich das falsch? Im Moment müsste er hier im Baum sein. Er liegt da noch und... Lol. Hä? Nein. Oh mein Gott. Schnell rein. Weg. Zur Seite. Der ist aber auch voll lost, ne? Der ist ja gefangen, Leute. Let's go. Dann flüchte ich halt so. Komm. Und hier haben wir schon einige von den Mobs drin, allerdings vielleicht noch nicht alle. Wir werden es sehen. Und wir sehen hier, wir haben super viele Godzillas hier drin. Boah, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich würde einfach sagen, wir schnappen uns einfach mal hier eine Reihe und spawnen die nacheinander. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was uns jetzt hier erwartet. Aber fangen wir erstmal an mit Anguirus, heißt er so? Und wir sehen, oh mein Gott, wie sieht der denn aus, alter Schwede? Der ist ja mal ultra gigantisch. Was ist das denn? Okay, also der macht, glaube ich, auch die Umgebung kaputt. Kann das sein? Leute, es ist so laut. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich hier irgendwelche anderen Monster spawne. Aber ich würde sagen, wir spawnen einfach mal direkt daneben Zilla. Und das hier ist einfach mal Zilla. Und wer weiß, vielleicht greifen die sich an. Schaut euch das an. Anguirus und Zilla greifen sich tatsächlich an. Ein Kampf der Giganten. Die schießen hier einfach mal mit Feuerbällen um sich herum. Alter Schwede, also ich muss sagen, das ist wirklich heftig. Und ich glaube, Zilla ist sogar nochmal ein bisschen größer als Anguirus. Oh, lol, was macht der denn jetzt? Ist der gerade geflogen? Schaut euch mal diese ultra heftigen Feuerpartikel an. Aber es sieht so aus, als würde Anguirus keine Chance haben. Tatsächlich schwebt er einfach ab und zu, macht solche Kreise. Und wir sehen, Anguirus hat keine Chance und Zilla würde das Rennen hier gewinnen. Bam, und da ist Anguirus gestorben und Zilla bleibt am Leben. Okay, der zündet hier alles an, oder was, Alter? Junge, chill mal, was ist los mit dir? Machen wir weiter mit Rodan. Und das hier ist Rodan, was ist das denn? Der sieht ja aus wie ein Vogel oder wie so ein Falke, der aufrecht stehen kann, aber in der Feuervariante. Schaut auch sehr, sehr heftig aus, muss ich sagen. Und ich würde sagen, wir spawnen einfach mal daneben Kumonga. Kumonga, keine Ahnung, was es hier sein soll, aber wir sehen, das hier ist Kumonga. Alter Schwede, das ist so eine Gigantenspinne, oder? Aber die lassen sich anscheinend in Ruhe. Also Rodan und Kumonga mögen sich anscheinend, weil sonst würden die sich auf jeden Fall schon gegenseitig angreifen. Aber kein Problem. Dann schicken wir mal den nächsten Kandidaten ins Rennen. Und das hier wäre Manda.
Leute, schaut euch Manda an, denn das hier ist er. Okay, das hier ist Manda. LOL, was ist das denn? Hä? Hä? Das ist so ein Drache, ne? Oh ja, dieser Drache. Oh, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sehen hier, das hier ist auf jeden Fall Manda. Und warte mal, jetzt greifen die sich doch an? Hä, wie kommt das denn? Wie kommt das denn? LOL. Also wir sehen, Kumonga und Rodan scheinen sich nicht mehr zu mögen, wie auch immer. Aber die greifen sich einfach nur nebeneinander an. Also jetzt nicht irgendwie krasse Effekte, irgendwie Feuer spucken oder sowas. Und was macht denn hier? Manda! Manda macht das ganze Wasser weg. Der kann anscheinend auch die Welt kaputt machen. Und ja, wir sehen aber auch eindeutig, Kumonga hat hier keine Chance und Rodan greift ihn bis zum Tode an. Also ich muss sagen, sehr, sehr heftiger Kampf hier. Und wer stirbt, wer stirbt, wer stirbt? Ja, Kumonga ist gestorben. Und betteln die sich jetzt auch, oder was? Ne, die lassen sich anscheinend hier. Doch, die betteln sich auch. Die betteln sich auch hier. Aber es ist super laut, Freunde. Es ist super laut. Schaut euch das an. Hör, jetzt fliegt der auf einmal doch. Okay, okay, okay. Alter, die sind einfach... Keine Ahnung, was die machen. Keine Ahnung, was die machen. Aber wir sehen auf jeden Fall, die bekommen die ganze konstant Leben abgezogen. Und wir sehen auch, dass Rodan keine Chance hat. Der ist jetzt auch Geschichte. Adios, amigo. So, dann machen wir nochmal weiter mit hier Hedora. So, oh Gott, jetzt habe ich mehrere gespawnt. Das waren einige zu viele, deshalb nochmal weiter mit Hedora. Und hier haben wir einfach mal Hedora. Und schaut euch das an. Was zur Hölle ist das hier? Okay, also man kann hier irgendwie nicht so viel erkennen, aber das hier soll Hedora sein. Anscheinend von 2004 Godzilla. Und Leute, es geht gleich natürlich noch weiter mit Godzilla. Die krassen kommen auf jeden Fall erst noch. Und wir machen... Oh, da sehen wir schon Godzilla. Komm, wir spawnen jetzt Nummer 1 Godzilla. Und so sieht Nummer 1 Godzilla aus. Hier Hedora, hier ist Godzilla. Aber anscheinend lassen die sich auch in Ruhe. Und wir sehen, Godzilla ist auch in der Lage, hier Sachen kaputt zu machen. Ich weiß nicht, ob die sich gegenseitig angreifen, weil... Oh Gott, der sieht ganz schön böse aus. Weil wir sehen, der geht auf jeden Fall auf ihn zu und lässt ihn aber... Wobei, kann das sein, dass die sich angreifen? Oh ja, ich glaube, die greifen sich an. Ich glaube, die laufen gerade noch aufeinander zu. Aber es wird, glaube ich, einen Kampf geben, oder? Und. Ich glaube, die sind fast nebeneinander. Ah, wir sehen. Ich weiß es nicht. Wobei, ich glaube, die lassen sich doch... Nee, die lassen sich nicht in Ruhe. Boah, wurde ich weggeschleudert. Alter, sogar so ein heftiger Laser. Alter, was ist das denn? Oh mein Gott, wie heftig. Alter, der eine schießt so rote Laser. Der andere kann so ein Feuer schießen. Schaut euch das an. Junge, sieht das krank aus. Hier auch dieser blaue Strahl, der von Godzilla geschossen wird. Aber wir sehen, Hedora hat gar keine Chance. Godzilla hat ihn einfach mal umgenietet. Und wir machen weiter mit Kamakurus. Nee. Wir machen weiter mit Kamakuras. Und das hier ist Kamakuras. Sieht aus wie so ein Käfer. Aber wir sehen, der Käfer... LOL! Godzilla greift auch diesen komischen Kamakuras an mit seinem Feuerstrahl. Der blaue Feuerstrahl, der macht ihn ja so viel Schaden. Schaut euch das mal an. Der brennt sogar einfach mal. Alter Schwede, der hat ja gar keine Chance. Also Kamakuras ist ja wirklich... Der kann einpacken. Der kann auf jeden Fall einpacken, weil... Ja, Godzilla einfach viel zu stark ist. Und, oh Gott, hier lädt sich auch irgendwas auf hinten. Wir sehen, wenn er diesen Feuerstrahl auf ihn schießt... Boah, Godzilla ist zu OP, Freunde. Godzilla ist einfach zu OP. Und damit machen wir weiter mit der nächsten Reihe hier aus unserer wunderschönen Kiste. Und die ist einfach mal das hier. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal hier alles heraus aus der Kiste. So, was haben wir denn hier? Monster X habe ich gerade schon gesehen. Wobei, wir machen erstmal weiter mit Ibira. So, und das hier ist einfach mal Ibira. Oh Gott, was ist denn das hier? Sieht aus wie ein Hummer irgendwie. Also Ibira und Godzilla kämpfen jetzt hier wahrscheinlich nie gegeneinander. Die sind ein bisschen weit voneinander entfernt, aber ich glaube, wenn die wieder näher aneinander sind, dann wird auch der Kampf losgehen. Und oh Gott, der ist, Alter, ich habe nichts getan, lass mich in Ruhe. Oh ja, oh mein Gott, der springt auch mal so in die Luft. Okay, die kämpfen schon, Wir sehen, der macht hier ganz normal Attacken, aber... Boah, Ibira hat auch gar keine Chance. Er kann ihn auch so irgendwie anspringen. Aber ich glaube, wenn Godzilla erstmal seinen Feuerstrahl auspackt, wird er erstmal wieder richtig, sterben. Also wir sehen, der springt die ganze Zeit auf Godzilla drauf, aber irgendwie bekommt Godzilla einfach gar keinen Schaden. Und der Einzige, oh ja, jetzt kommt der Feuerstrahl. Der Feuerstrahl, boah, bekommt er viel Schaden. Der ist sofort down. Der ist sofort down. Das war's mit ihm, Leute. Das war's auf jeden Fall mit Ibira. Aber okay, kein Problem. Dann können wir auch sofort weitermachen mit Shin Godzilla. Wobei, wir haben verschiedene Formen hier. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal Shinag... Oh, was haben wir hier alles? Ich würde sagen, komm... Wir machen erstmal Mothra.
erstmal Mothra hier. So, Mothra. Und das hier ist Mothra. Was ist denn das hier? Irgend so ein... Das sieht aus wie ein Schmetterling schon fast, ne? Das sieht wirklich schon fast aus wie so ein Schmetterling, der irgendwie aber auch im Boden herumglitscht und sich langsam hier nach vorne arbeitet. Oh ja, wir sehen auch unten ist noch irgend so ein Monster. Ich musste mal ganz kurz alle töten, weil das zu viel geleckt hat. Also, wir spawnen die am besten nochmal. Machen wir nämlich weiter mit Gigan und mit Shin Godzilla. Allerdings gibt es ja die dritte Form. Ne, komm, wir machen einfach hier, komm. Das hier ist auf jeden Fall erstmal Gigan. Alter, sieht der krank aus. Schaut euch das mal an. Der sieht so richtig futuristisch aus, muss man auch sagen. Was hat der für Klingen? Alter Schwede. Also, der wird auf jeden Fall krass sein. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Und wir machen weiter mit Shin Godzilla hier neben. Alter Schwede, das hier ist einfach mal Shin Godzilla in der der sieht aus wie Godzilla in der mutierten Variante. Ich glaube nicht, dass irgendeiner gegen Shin Godzilla ankommen wird. Warte mal, was geht denn jetzt? Ja, der ist schon tot. Was war das denn? Hä? Ist der... Der ist wirklich gestorben. Wie schnell wurde der denn getötet? Hä? Der ist jetzt ganz weg oder was? Da, wir hatten hier irgendwie am Schwanz, haben wir sogar noch so eine Gestalt gehabt. Warte mal, ich spawn ihn einfach nochmal, aber ein bisschen weiter entfernt. Kann das sein, dass er sich vielleicht erstmal entwickeln muss oder sowas? Also hier nochmal Shin Godzilla und gucken wir mal, ob er wirklich so schwach ist, wie er es gerade gezeigt hat, weil das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also hier sehen wir nochmal beide nebeneinander, aber ich glaube, oh, der haut einfach nur ab. Der haut hier einfach nur ab. Gut, egal, dann würde ich sagen, wir spawnen den nächsten. Und zwar haben wir jetzt hier Shin Godzilla in der fünften Form allerdings. Okay, wir spawnen jetzt einfach mal. Oh Gott, der hat ja gar keine Chance. Ist der süß? Oh mein Gott, Leute, schaut euch das an. Das hier ist Shin Godzilla in der fünften Form. Ich spawn ihn einfach mal daneben. Der wird wahrscheinlich weggefetzt in 0, nichts, oder? Wenn er überhaupt was macht, oder? Oh, er greift das Schaf an. Hä? Okay, ja, ich glaube, der macht hier irgendwie nicht so viel Krawall. Dafür ist er auch einfach viel zu klein, muss man dazu sagen, ne? Egal, wir machen einfach mal weiter hier mit King Caesar erstmal. Und da haben wir King Caesar neben Gigan. Alter, der sieht aus wie so aus Ägypten oder sowas. So ein bisschen altertümlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, greifen die sich jetzt auch gegenseitig an? Oder lassen die sich in Ruhe? Also wir sehen auf jeden Fall King Caesar hier und da hinten haben wir auch Shin Godzilla noch am Start. Mich würde interessieren, greifen die sich an oder nicht? Wie sieht's da aus? Ich habe jetzt mal Shin Godzilla und King Caesar nebeneinander gespawnt und würde jetzt mal gerne sehen, ob die sich angreifen, weil Gigan war einfach zu OP. Der hat ja wirklich alles weggescheppert, aber ich glaube, die sehen jetzt nicht so aus, als würden die sich bekämpfen, oder? Ich schieb's den einmal in diese Richtung nach vorne, vielleicht bringt das ja irgendwas, aber ich glaube, wobei die laufen, laufen die aufeinander zu? Nee, oder er dreht sich zumindest, oder macht er damit nur Sachen kaputt? Ich glaube, er macht damit echt nur Sachen kaputt, weil angreifen tun die sich gegenseitig nicht, aber trotzdem sieht das sehr, sehr brutal aus. Okay, dann würde ich sagen, spawnen wir mal hier den nächsten Shin Godzilla, allerdings in der ersten Form. Und das hier ist Shin Godzilla in der ersten Form. Was ist denn das hier? Da kommt irgendwas aus dem Boden geschossen, wenn ich es richtig sehe. Was ist das hier? Hä? Oder bekommt er Schaden? Ich kann es gerade gar nicht beurteilen, Freunde. Ich kann es gerade echt nicht beurteilen, weil irgendwie soll das hier Shin Godzilla in der allerersten Form sein. Aber ja, irgendwie tut sich hier nicht so viel, ne? Ich weiß es auch nicht. Okay, egal, dann lassen wir das mal vorne sterben. Wir haben hier allerdings noch Monster X am Start. Das hier ist Monster X. Boah, der macht hier aber Krawall. Der macht Krawall. Wo ist der hin? Oh ja, jetzt sehen wir ihn. Jetzt sehen wir ihn. Der macht auf jeden Fall... der will beide angreifen, glaube ich sogar. Der will hier beide angreifen. Schaut euch das an. Was macht der hier? Der springt irgendwie nach vorne. So, nochmal beide nebeneinander gespawnt, damit wir den Kampf ein bisschen besser sehen können. Und wir sehen... oh Gott, der eine hat so weiße Sachen. Alter, Shin Godzilla ist ja voll schlecht. Was schießt der denn auf den? Und schon ist er tot. Junge, Shin Godzilla ist ja so lame. Also ich dachte echt, dass der viel, viel besser ist. Aber anscheinend gar keine Chance. Okay, dann haben wir jetzt hier noch Shinagawa-kun. Shinagawa-kun allerdings in der dritten Form. Und dann würde ich sagen, spawnen wir den nochmal daneben. Und das ist er einfach mal. Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, neben ihn, also neben Monster X, sieht er noch sehr, sehr harmlos aus. Aber ich kann mich täuschen.
Vielleicht ist er wirklich stärker, als wir denken. Und wir sehen, er geht auf jeden Fall langsam auf ihn zu. Und werden die sich bekämpfen? Weil irgendwie stehen die nur nebeneinander. Denn ich habe euch verschwiegen, dass ich tatsächlich noch einige andere Monster am Start habe. Und wir sehen hier, wir machen weiter mit Thermonuklear Godzilla. Das hier ist er einfach mal. Alter Schwede, was ist denn das? Okay, der sieht so cool aus. Wie so ein Lava-Godzilla, könnte man sagen, ne? Okay, und wir sehen hier auch diese ganzen Lava-Partikel, die um ihn herumkommen. Richtig cool. Und daneben spawnen wir einfach mal King Kong. Alter, der... Boah, King Kong wurde einfach wegge... King Kong hat ja gar keine Chance. Schaut euch das mal an. King Kong wird einfach nur einmal geschlagen. Weg mit ihm. Okay, also mit King Kong können wir auf jeden Fall nicht gegen thermonuklearen Godzilla ankommen. Der sieht aber auch sehr cool aus, der King Kong. Wenn er eine Chance hätte. Okay, weiter geht es hier mit einem, den ich jetzt gerade gar nicht zuordnen kann. Ein Computer? Was auch immer das für ein Computer sein soll. Ich kann es euch gar nicht sagen, Freunde. Aber irgendwas hat das Ganze hier wohl im Busch. Ich weiß auch nicht. Okay, Titanus Kong mit einer Axt. Oh Gott, der sieht schon krasser aus. Der sieht schon so aus, als hätte er eine Chance. Und hat er auch eine Chance? Oh, auf jeden Fall macht er schon mal Schaden. Wir sehen, er stirbt nicht sofort auf Anhieb. Boah, Alter, was macht er denn jetzt? Was macht er denn jetzt? Boah, der hat so eine super kranke Schockwelle abgeladen. Und wir sehen, King Kong ist auf einmal auf dem Boden. Seine Axt ist auf dem Boden. Also, der ist wirklich der Hammer. Okay, machen wir weiter mit Titanus Ghidorah. Und das hier ist Titanus Ghidorah. Und der kommt, boah, das ist so ein Feuerdrache, der vom Himmel angeflogen kommt. Und wir sehen, drei Köpfe hat er. So Blitze kommen vom Himmel. Und der hat, hat er eine Chance? Ich weiß gar nicht, hat er eine Chance? Oh nein, diese Schockwelle schon wieder, diese Schockwelle. Alter, und ist er der Nächste? Alter, der ist zu krank. Der ist zu krank. Titanus Gojira. Was ist denn jetzt passiert? Wer ist er denn? Alter, er ist mutiert? Ist er mutiert? Leute, ich check gar nichts mehr. Wer ist er denn jetzt? Er ist auf einmal entstanden. Okay, also ich weiß nicht. Irgendwie ist, ist unser alter Godzilla entweder mutiert oder... Keine Ahnung, aber auf jeden Fall machen wir weiter mit Kong mit einer Axt. Wir sehen, das hier ist Kong mit einer Axt. Eine anscheinend kleinere Variante. Lol, das hier ist Titanus Gojira. Und Titanus Gojira, der wird einfach mal... Ja, er schießt ihn kaputt. Also King Kong mit einer Axt hat auch hier keine Chance. Naja, das war auch zu erwarten. Ja, er ist einfach schon so gut wie tot. Wobei, er macht ein bisschen Schaden. Ein bisschen Schaden machen tut er schon. Also, ne? Doch, ich weiß auch nicht, warum jetzt Titanus Gojira gar nichts mehr macht, aber... Oh ja, jetzt hier. Und das ist das Ende. Das ist das Ende. Und deshalb geht's weiter mit Titanus Rodan. Alter! Oh mein Gott! Titanus Rodan! Ich habe den aus Versehen zweimal gespawnt. Das wollte ich gar nicht, aber mal gucken, ob die vielleicht eine Chance haben. Ich habe keine Ahnung. Aber wir sehen irgendwie, die greifen sich gar nicht an. Die greifen sich wirklich gar nichts an. Gar nicht an. Also ich glaube, da tut sich nicht viel, Freunde. Okay, dann machen wir mal weiter mit Mechagodzilla. Also die Roboter-Variante. Und das hier ist der Mechagodzilla. Und der greift auf jeden Fall hier Titanus Gojira an. Und wir sehen, boah, der hat auf jeden Fall Hass in sich. Der will auf jeden Fall den Titan, beide Titanus, also diesen Vogel und auch den anderen Godzilla töten. Boah, also die schenken sich hier nichts und der schießt mit einem roten Strahl. Und, Alter, der andere schießt ihn auch ab mit einem blauen Strahl. Also, das ist wirklich sehr, sehr krass. Und wir sehen, oh Gott, was passiert jetzt hier? Okay, also die sind schon mal am Sterben, so sieht mir das zumindest aus. Okay, Titanus Gojira kann sich irgendwie aufladen. Ich kann auch gerade gar nicht mehr zuordnen, wer hier noch eine Chance hat und wer am Sterben ist. Aber da geht irgendeine Rauchwolke und, Leute, wer stirbt hier? Wer hat eine Chance? Ich kann es gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, dass es sehr, sehr heftig aussieht. Irgendwie ist auch noch eine Bossanzeige da, obwohl noch so viele Monster hier sind. Ich habe komplett den Überblick verloren. Aber Leute, schaut euch das an. Was ein heftiger Kampf. Ist er gestorben? Ich glaube schon. So, machen wir weiter mit Titanus Kong. Und das hier ist Titanus... Oh, jetzt habe ich zu viel gespawnt. Und das hier ist Titanus Kong. Und wir machen Thermonuklear Godzilla daneben. Das hier ist Thermonuklear Godzilla, aber den hatten wir doch schon, oder sehe ich das gerade falsch? Okay, egal, wir lassen sie einfach mal trotzdem nebeneinander kämpfen und wir sehen, die greifen sich an. Hat Titanus Kong eine Chance? Oh, nee, der hat gar keine Chance, der macht ja fast gar keinen Schaden.
Wir kennen sie. Boom. Und wir sind, also wir werden sogar weggeschallert. So krass ist das. Und deshalb, Titanus Gojira hatten wir schon. Der wurde irgendwie mutiert. Mechakong haben wir am Start. Die Roboter-Variante von King Kong. Und da könnte ich mir eher vorstellen, dass er eine Chance hat. Und das stimmt, glaube ich, nicht. Weil wir sehen, der wird hier gerade zu Tode angegriffen. Hat auch schon einiges an Schaden kassiert. Also ich glaube sogar, der hat doch keine Chance. Okay, der lädt sich irgendwie anscheinend auf, hat so einen Laser und hat er eine Chance? Ich weiß es gar nicht. Also irgendwie guckt er ihn gerade nur an, aber bekommt auch irgendwie gar keinen Schaden. Ich glaube, es leckt irgendwie zu sehr. Okay, ich musste sie einmal ganz kurz wegmachen, weil es zu krass geleckt hat. Also nochmal Mechakong und hier einfach mal, was ist denn das hier? Eine Axt können wir spawnen? Leute, wir können einfach die Axt spawnen, aber das macht ja nicht so viel Sinn. V-Rex spawnen wir mal. Oh ne, ich glaube, dieser V-Rex hat auf jeden Fall keine Chance gegen Mechakong. Ich meine, schaut euch mal Mechakong an. Der ist wirklich super, super krank. Also dieser V-Rex hatte, wie gesagt, gar keine Chance. Deswegen können wir den auch eigentlich weghauen. Weiter geht es mit dem heiligen Tiger. Und das ist er einfach mal. Okay, sogar zwei habe ich gespawnt. Und wir haben hier noch so einen Charged Kong. Oh mein Gott, wie heftig ist der denn? Der hat den Tiger einfach mal... Die sind einfach sofort gestorben, kann das sein? Oder sind die wegkatapultiert worden? Ey, der greift den jetzt aber nicht wirklich an, oder? Ja, okay. Also wir sehen, dieser Charged Kong, der hat es wirklich in sich. So, ich spawn jetzt nochmal hier diesen Kong von 2005 und hier haben wir ihn. Ah, ich glaube, die werden sich wahrscheinlich nicht angreifen, weil beides halt King Kongs sind. Würde mich zumindest wundern. Dann haben wir jetzt hier einmal nochmal so einen Kong und ja, dann sehen wir jetzt hier, der lässt anscheinend auch alle in Ruhe. Was ist mit ihm? Hier haben wir nochmal so einen Skullcrawler, wobei die gehen in die Richtung. Kann es sein, dass die kämpfen? Ah, ich glaube, die lassen sich in Ruhe, oder? Oder? Ja, die lassen sich anscheinend hier in Ruhe, sehen aber auch unfassbar krank aus. Hier haben wir nur so einen, okay, Skullcrawler, die lassen sich aber auch in Ruhe. Was ist das hier? Kamazotz. Und wir sehen Kamazotz. Lol, warte mal, jetzt geht hier doch die Party ab. Jetzt geht hier doch die Party ab. Was ist denn das für eine Gestalt? Leute, ich habe keine Ahnung, was das hier sein soll, aber... Irgendwie bewegt es sich auch nicht. Ich glaube, es laggt auch total krass, wenn ich mich täusche. Hier sehen wir auf jeden Fall so eine ganz komische Feueranimation. Ich spawn einfach mal nur diesen Charge Kong und nochmal... Alter, ich werde so weggesteuert. Und dann jetzt nochmal. Mal gucken, ob die sich angreifen. Skullcrawler gegen Charge Kong. Und wir sehen, er wird gar keine Chance haben. Das weiß ich jetzt schon. Oder? Ja. Der haut ihn einfach mal weg. So, dieser Kamazotz, was war jetzt mit ihm? Okay, also der ist ja auch nicht ohne. Mal gucken, ob die sich hier irgendwie ein Battle abliefern, aber keine Chance. Keine Chance. Big Jet kommt jetzt nochmal ins Spiel. Das hier ist der Big Jet. Scheint wohl wirklich so ein Jet zu sein, also so ein Flugzeug. Aber der fliegt hier nur so ein bisschen herum, macht auch irgendwie gar nichts. Der Charge Kong lässt ihn anscheinend in Ruhe. Ich spawn mal den Alpha Crawler daneben. Und wir sehen, der wird wahrscheinlich auch... Die kassieren alle einen Schlag vom Charge Kong. Damit gehen wir auch schon mal zur Kiste rüber, denn da befinden sich die ganzen Sachen. Aber irgendwie lässt sie sich nicht öffnen. Denn ich weiß, einige von euch haben noch nicht geliked. Also liked jetzt aber schnell das Video, damit ich die Kiste öffnen kann. Und wir sehen, zack, da haben wir es. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal die erste Monsterreihe heraus. Und wir starten ganz, ganz harmlos, also wirklich sehr harmlos. Denn wir haben hier einfach mal einen Fernseher. Und hier sehen wir schon einige Charakter aus Poppy Playtime, die hier drauf laufen. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Aber es läuft auch immer wieder das Gleiche drauf. So, deswegen machen wir mal die Kiste aus, denn wir schauen lieber mein Video als das Video auf dem Fernseher hier drauf. Denn das nächste wird schon brutaler, denn wir haben einfach mal Prototype, aber wir haben Prototype in zwei Varianten. Ich würde sagen, wir spawnen erstmal die erste Variante, die ein bisschen harmloser ist. Und zwar, ach nee, das war die krasse Variante. Okay, wir sehen, das hier ist einfach mal Prototype. Ja, sieht auf jeden Fall sehr krass aus. Greift allerdings keine Monster an. Wenn ich in den Survival-Modus wechsle, müsste er mich allerdings angreifen. Wir probieren es einfach mal aus und wir sehen, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Der hat mich sofort gegriffen und wollte mich umbringen. Und er verfolgt mich, ey, lass mich in Ruhe. Okay, ich wechsle in den Creative-Modus und habe hier Prototype nochmal in einer zweiten Variante. Und wir sehen, alter Schwede. Der sieht auf jeden Fall deutlich krasser aus. Wenn wir die mal vergleichen, ja, da wundert es mich nicht, dass der einfach mit einem Schlag getötet werden kann.
Aber okay, wir gehen weiter, denn wir haben noch Bunzo am Start. Ich pack die mal ganz kurz hier zur Seite. Bunzo haben wir auch am Start. Wir sehen hier, er sieht aus wie ein gelber Hase. Und wenn er getötet wird, dann ist er einfach mal hier auf dem Boden am Rumliegen. Ja, und macht gar nichts mehr. Wir sehen, der ist auch One-Hit gewesen. Und ja, dass er keine Chance hat, wundert mich nicht, weil ich glaube, Prototype in der Version ist schon einer der stärksten, die wir hier haben. Aber gehen wir weiter zu Boogiebot. Und Boogiebot ist super, super klein. Wir sehen, auch Boogiebot hat leider keine Chance. Irgendwie wird hier sowas Komisches gespawnt, wenn er stirbt. Prototype hat sich wohl zur Aufgabe gemacht, abzuhauen und ein paar Skelette zu töten. Da war nämlich gerade ein Skelett. Okay, aber wir haben hier noch Bronn am Start. Bronn finde ich auch sehr, sehr cool. Also sieht aus wie so ein Dinosaurier. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Poppy Playtime, aber er gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Aber irgendwie ist er ganz starr. Ah lol, jetzt bewegt er sich anscheinend doch. Okay, naja. Auf jeden Fall sehen wir, er wird auch gleich attackiert und... Was? Er hat ihn gewone-hitted? Wie kann das denn sein? Er ist ja einfach mal eine Maschine. Okay, finde ich gut. So, dann haben wir noch Daisy am Start. Eine wunderschöne Sonnenblume. Ich weiß nicht, ob Daisy gegen unseren Kollegen ankommen wird. Ich weiß es nicht, oder ob die sich überhaupt angreifen, denn Daisy scheint hier auf jeden Fall friedlich zu sein und nichts zu machen. Okay, dann gehen wir weiter zu Huggy Wuggy. Ich denke mal, Huggy Wuggy werden die meisten von euch kennen. Ist ja einer der bekanntesten, würde ich sagen, von Poppy Playtime. Aber auch hier sehen wir, ja, sobald Prototype weg ist, greift er niemanden an. Deswegen würde ich nochmal gerne Prototype hier spawnen. So, wir sehen Prototype jetzt. Bam! Okay, okay, okay. Huggy Wuggy war One-Hit. Aber wir hatten ja eigentlich den anderen. Der war ja auf jeden Fall krasser. So, und wir sehen auch hier, Daisy wird einfach mal angegriffen. Oh ja, Daisy hat auch gar keine Chance. Da muss erstmal unsere Spezialwaffe wieder her, um Prototype zu beseitigen, würde ich behaupten. Okay, aber wir machen weiter, denn wir haben noch Poppy Playtime am Start. Und Poppy Playtime ist einfach mal hier so super klein. Ich weiß gar nicht, irgendwie macht Poppy Playtime auch gar nichts. Also nur am Sitzen. Sieht auf jeden Fall ein bisschen langweilig aus. Naja, jedenfalls machen wir weiter mit der nächsten Reihe. Ups, das war falsch, das war auszusehen. Wir haben aber noch ein paar weitere am Start, ist ja ganz klar. Und ich würde sagen, wir machen erstmal weiter mit Kissy Missy. Ich denke mal, Kissy Missy kennen auch einige von euch. Ist ja so gesehen das Gegenteil von Huggy Wuggy. Also wenn man die nebeneinander packt, dann sieht es auf jeden Fall schon sehr ähnlich aus. Deswegen spawne ich nochmal ganz kurz hier Huggy Wuggy. Moment, wir sehen es jetzt hier. Ja, hier sieht man es auf jeden Fall perfekt. Hier Kissy Missy und da Huggy Wuggy. Auf jeden Fall sehr. Dann haben wir noch Picky Pig am Start. Picky Pig, ja gut. Aber Sie sehen hier, das ist, glaube ich, ein Apfel, wenn mich nicht alles täuscht. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit Kissy Missy, finde ich. Aber trotzdem noch ein bisschen anders. Dann gehen wir rüber zu Crafty Corn. Und wir sehen auch, Crafty Corn sieht schon sehr, ja, eigentlich so aus wie Picky Pig, nur in einer anderen Farbe und hier auch so ein anderes Bändchen. Auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Dann haben wir noch Cat Bee am Start. Eine Katzenbiene heißt das Ganze übersetzt. Und wenn wir Cat Bee spawnen, dann sehen wir auch diese Katzenbiene, die kann tatsächlich auch hier fliegen, was ich sehr, sehr cool finde. Ich greife mal ganz kurz Cat Bee an. Wir sehen, ja, aber eher, sie hält sich eher auf dem Boden auf. Ja, doch, ich dachte jetzt, sie fliegt hier so ein bisschen herum wie so eine Biene. Ist leider nicht der Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt angegriffen werde im Survival-Modus. Aber doch, ich glaube. Wobei, oh ja, doch, Huggy Wuggy. Oh, 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 oh. Huggy Wuggy greift mich auf jeden Fall sofort an. Also da muss man aufpassen. Deswegen spawne ich jetzt einfach mal Cat Sid. Wobei, Kissy Missy hatten wir auch noch nicht. Da haben wir Kissy Missy auch nochmal. Ja, aber hatten wir auch schon vorhin. Das ist nur nochmal eine andere Version. Sieht auch nochmal ein bisschen anders aus. Sogar ein bisschen detaillierter, meiner Meinung nach. Also sehr, sehr cool. Dann haben wir Cat Sid am Start. Ja, das Gegenteil von Cat Nap haben wir auch am Start. LOL! Oh mein Gott, und wir sehen jetzt hier, Cat Sid wurde angegriffen und hat sich einfach mal mutiert zu Cat Nap. Und Cat Nap hat sich es jetzt hier zur Aufgabe gemacht, jeden umzuhauen, der ihn in den Weg kommt. Was? Sogar unser kleiner Kollege hier vorne. Also ich glaube, Cat Nap ist auf jeden Fall der allerkrasseste hier von allen. Ihr habt es auf jeden Fall gesehen. Und komischerweise wurden nur solche Körper hinterlassen
ohne Texturen. Warum auch immer. Okay, dann gehen wir weiter zu Candy Cat. Und wir sehen, Candy Cat ist ja aber super süß und super klein. Und auch hier sehen wir nur solche komischen Texturen, die hinterlassen werden. Ist, glaube ich, ein Fehler. Das kann ich jetzt leider nicht beeinflussen. Sieht aber auch sehr, sehr komisch aus, meiner Meinung nach. Also lasst euch jetzt nicht irritieren durch diese komischen Körper, die da liegen. Aber wir gehen jetzt nochmal weiter. Ich würde gerne mal Prototyp gegen Catnap kämpfen lassen. Und wer hat einer eine Chance? Ich glaube, Catnap gewinnt easy. Ach, die greifen sich ja gar nicht an. Naja, hätte man auch denken können, ne? Hätte man sich denken können. Naja, okay, weiter geht's hier nämlich noch mit den letzten. Wir haben auch noch ein bisschen was in der Kiste. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Und wir gehen rüber zu Huggy Buddy. Nicht Huggy Wuggy, sondern Huggy Buddy. Und Huggy Buddy ist ein sehr kleiner Körper. Oder ein sehr kleiner Huggy Wuggy. Aber in der grünen Farbe. Wir sehen ihn hier auch nochmal. Und beide stürmen einfach mal auf Huggy Buddy drauf. Der Arme. Okay, und weiter geht es noch mit dem roten Gas. Was auch immer das darstellen soll. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also das ist mir wirklich absolut neu, was das hier sein soll. Rotes Gas habe ich noch nie gehört. Sieht aber irgendwie einfach nur komisch aus. Aber anscheinend interessiert es Catnap und Prototype überhaupt nicht, weil wir sehen, angreifen tun sie es nicht. Okay, dann gehen wir weiter zu Dog Day. Das Gegenteil von Catnap. Die werden sich auf jeden Fall in die Haare bekommen. Und jetzt bin ich gespannt. Hat Dog Day eine Chance? Nee. Der hat ja gar keine Chance. Der war ja schneller tot, als man gucken konnte. Also mit Dog Day oder vielleicht ein paar Dog Days. Können wir mal gucken. Und, na, die werden ja einfach nur nach und nach abgeschlachtet. Die greifen ja nicht mal an. Ist ja langweilig. Oh doch, der eine hat einmal angegriffen. Und jetzt haben wir hier solche komischen Dog Day Körper wieder ohne Texturen. Sieht auf jeden Fall sehr komisch aus. Aber so sieht er wie gesagt aus. Und dann gehen wir weiter zu Small Critter. Und Small Critter ist die kleinste Version von Catnap. Mich würde aber interessieren, hat Catnap eine Chance, also dieser Small Critter, gegen Dog Day? Das können wir nochmal ganz kurz überprüfen. Wir spawnen einfach mal beide nebeneinander. Und jetzt bin ich gespannt. Oh, okay, Dog Day hat auf jeden Fall eine Chance. Aber jetzt ist Ende. Okay, weiter geht's. Denn wir haben noch einmal Bunzo Bunny am Start. Hier ist er, Bunzo Bunny. Wird auch schon wieder vom Prototype angegriffen. Gar keine Chance, also wirklich. Aber sieht sehr cool aus mit diesen zwei, was auch immer der in der Hand hat. So, dann haben wir noch einmal Poppy am Start. Poppy hier diesmal nicht am Sitzen, kann auch, soweit ich weiß, rumlaufen. Aber entscheidet sich wohl für die Flucht, weil wenn Prototype oder Catnap sie sehen, dann ist, glaube ich, Ende im Gelände. Wobei, okay, sie wird verschont. Oh nein, sie wird nicht verschont, oder? Ah, okay, das sah so aus. Das sah so aus, als würde Prototype dahin rennen. Aber okay, also nochmal eine Verschonung. Jetzt bin ich gespannt. Mommy Longlegs wird auf jeden Fall unfassbar krass. Und wir sehen, hat... Was? Mommy Longlegs hat ja gar keine Chance. Also, dass die so schnell down geht, hätte ich nicht gedacht. Wir sehen hier diese langen Körperteile von Mommy Longlegs oder Mommy Longlegs. Aber ja, eine Chance gegen Catnap oder Prototype absolut nicht. Schneller down, als man gucken kann. Hier haben wir nochmal Dog Day, allerdings in einer etwas anderen Variante. Vielleicht hat diese Dog Day-Variante eine Chance. Und wir sehen... Oh, ne. Ne, 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 ne. Also ich kann nochmal beide Dog Day-Varianten hier spawnen. Wir sehen, die unterscheiden sich auf jeden Fall ein bisschen. Der sieht so ein bisschen mehr hundemäßig aus. Und der andere läuft auf zwei Beinen am Anfang. Ja, aber beide haben gar keine Chance gegen Prototype. Leider, leider. Aber trotzdem haben wir noch ein paar coole Sachen hier in dieser Kiste. Und zwar seht ihr schon, das ist wirklich cool, was wir hier drin haben. Und das möchte ich euch zeigen. Oh Gott, jetzt habe ich schon das erste in die Hand genommen. Fangen wir erstmal an mit Dog Day Plushie. Also erstmal so ein paar Kuscheltiere haben wir noch am Start. Ein Handy, warum auch immer. Hier auch nochmal irgendwie so ein Bett. Ja, also größtenteils einfach nur solche Plüschtiere. Die packe ich mal ganz kurz hier zur Seite. Brauchen wir nicht. Aber sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und Catnap scheint das Ganze hier auch zu gefallen. Dann haben wir noch einmal einen grünen Pack. Schaut euch das mal an, wie cool das aussieht. Also Leute, ich muss sagen, das ist sehr, sehr cool. Und damit können wir sogar angreifen. Wie ihr seht, ich kann hiermit mit diesen zwei Händen einfach mal Catnap angreifen. Und ja... Finde ich sehr, sehr cool. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wir haben noch einiges anderes hier im Inventar. Denn ihr seht schon, ich habe hier zum Beispiel so eine Gasmaske am Start. Ich muss sagen, so ganz sinnvoll ist sie nicht, weil wir haben eine
kleinere Sicht, aber im Gegenzug bekommen wir Regeneration. Also wir bekommen auf jeden Fall ein paar gute Effekte, aber auch ja, gleichzeitig schlechte Effekte. Es gibt auch, glaube ich, zwei Gasmasken. Wir sehen diese Gasmaske hier. Da kann ich mich auf jeden Fall nochmal hier umschauen. Und die ist, glaube ich, wirklich nur für Gas da, also um so ein bisschen Gas abzublocken. Dann haben wir noch einmal den roten Werfer, also besser gesagt der rot-blaue Werfer. Und damit sehen wir auch, können wir so ja, rote Feuerstrahlen abwerfen. Und wir sehen, das hier landet dort, also solche Hände landen halt dort, die ich quasi abwerfe. Aber finde ich auch sehr, sehr cool gemacht. Catnip geht aber dadurch leider auch nicht down. Dann haben wir noch einmal hier in lila das Ganze. Ich meine auch, die machen ungefähr gleich viel Schaden, also leider so gut wie gar nichts, weil sonst würde ja Catnip auch irgendwann sterben. Sieht aber trotzdem, finde ich, sehr, sehr cool aus. Dann haben wir noch das Ganze in der roten Variante. Aber wir sehen hier, spinnt das Ganze ein wenig. Wir haben nämlich irgendwie nur so komische lilane Texturen. Aber wir sehen auch, der Unterschied ist, hier hat Catnip oder die generell die Monster bekommen einen Effekt. Also wir sehen hier so Partikel. Also das ist der größte Unterschied. Dann haben wir noch einmal so eine Poppy Case hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was man dadurch bekommen soll, also diese Poppy Case, weil irgendwie, ja, ist wie so eine Art Pfeiltür, meine ich eigentlich nur. Dann haben wir hier noch so eine Brechstange und diese Brechstange, die hat es wirklich in sich, denn wir sehen, sie hat 1000 Attack Damage, also Schaden macht sie. Also eigentlich müsste der jetzt One-Hit sein. Mich würde es wundern. Was? Was? Der ist nicht One-Hit? Okay, das hätte ich nicht gedacht. Mit 1000 Attack Damage ist der nicht down. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Das macht doch gar keinen Sinn. Der muss doch schon längst gestorben sein. Okay, wie sieht es bei Catnip aus? Also Catnip kann sein, dass Catnip jetzt hier stirbt und auch nicht. Leute, wie viel Leben müssen die denn dann haben? Ihr seht hier selbst, 1000 Attack Damage. Zum Vergleich, ein Diamantschwert macht, glaube ich, 7 Attack Damage. Wir können es ja mal ganz kurz hier nachschauen. Also das ist ja wirklich übertrieben. Genau, 7 Attack Damage macht ein Diamantschwert. Und hier 1000 Attack Damage macht hier diese Bruchstange. Ja, aber trotzdem anscheinend zu wenig, um hier gegen Catnip anzukommen. In dem Sinne würde ich sagen, schreibt mal euren Favoriten in die Kommentare. Meiner ist auf jeden Fall Catnip. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Like und Abo nicht vergessen. Ciao.